Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Synode 2010, der aktuellen Videoberichterstattung rund um die siebte Tagung der 24. Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers. Da habe ich lange dafür geübt. Ab heute tagen hier im Herzen von Hannover, nämlich im Henriettenstift, 77 Kirchenparlamentarier, die bis einschließlich Freitag über die Zukunft der mitgliederstärksten evangelischen Landeskirche Deutschlands beraten und entscheiden. Und dass die Kirchenparlamentarier auch ordnungsgemäß tagen können, dafür sorgt mein jetziger Gast, nämlich der hier im Synodenstudio, nämlich Synodenpräsident Jürgen Schneider. Herr Schneider, schön, dass Sie da sind. Ja. Sind Sie denn ein bisschen aufgeregt? Es ist ja doch alles ein bisschen anders als bei den anderen Synoden. Wie ist so die Gefühlslage? Genau, ein bisschen mehr aufgeregt als sonst. Das ist so eine besondere Synode. Zu wählen, die Nachfolge von Käßmann und dann zwei gute Kandidaten. Und da verblasst das viele Geld, das wir dann im Haushalt ausgeben und die Gesetze. Die Wahl steht im Mittelpunkt. Sie sagen schon, die Wahl steht im Mittelpunkt. Zwei Kandidaten haben wir. Können Sie sich kurz vorstellen, wer wird das sein? Ja, es wird Dr. Gern sein aus der Hessen-Nassauischen Kirche und Herr Meister aus Berlin-Brandenburg, Generalsuperintendent dort. Der andere, Herr Gern, ist der Präsident des Diakonischen Werkes, würde man hier sagen. Eine so eine Wahl ist natürlich viel beachtet, viel Medieninteresse ist dabei. Wie werden Sie denn die Synodalen auf diese Wahl und all das, was drumherum passieren wird, einstimmen? Ja, in Hannover sind wir ja immer sehr zurückhaltend, was Einstimmung und Gefühle angeht. Wir werden ganz normal die Tagung eröffnen. Und dann gibt es ein Aktenstück Nummer 70. Da steht drin, dass der Senat jetzt zwei Kandidaten vorschlägt. Und das wird heute verlesen und morgen treten wir dann in die Wahl ein. Und dazwischen werden die anwesenden Kandidaten begrüßt. Das ist schon alles an Gefühl, was wir uns leisten. Sie sagen da gerade eben was ganz Wichtiges. Viele denken, gleich heute geht es richtig zur Sache, heute wird gewählt. Dem ist so nicht. Morgen der erste Wahlgang. Wie wird es dann weitergehen? Es ist ja wahrscheinlich nicht damit zu rechnen, dass gleich am ersten Tag der neue Bischof steht. Ja, es ist ja alles möglich, auch in Hannover. Wir werden den ersten Wahlgang morgen haben und dann sieht unsere Verfassung vor, dass wir danach nochmal wieder mit dem Senat, der die beiden vorgeschlagen hat, zusammentreten, machen, erneuern oder verändern den Vorschlag und dann am nächsten Tag nach 12 Stunden wiederum der zweite Wahlgang und wenn wir einen dritten brauchen, wiederum am Freitag. Am Freitag also dann definitiv? Definitiv im dritten Wahlgang. Die Entscheidung, wer Bischof sein wird. Neben Bischof und Wahl gibt es aber natürlich sicherlich auch noch andere Themen, die Ihnen zumindest als Synodenpräsident auf der Seele brennen. Ja, wir wählen auch intern. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist noch gar nicht so bekannt. Wir wählen unser eigenes Präsidium neu für die nächsten 3 Jahre, also die zweiten Teil der Periode, die wir jetzt sind. Und wir wählen den Senat neu, der jetzt mit dieser Tagung an sein Ende kommt, beziehungsweise mit Ende des Jahres. Und wir wählen Ausschüsse nach. Und wir beraten einen riesen Doppelhaushalt für 11/12. Und wir werden viele Gesetze verabschieden. Also wir sehen schon vieles zu tun in den nächsten Tagen hier in Hannover. Wir werden das Ganze natürlich begleiten und ich bin mir sicher, dass Jürgen Schneider auch nicht das letzte Mal bei uns hier im Studio gewesen ist. Wir halten Sie selbstverständlich weiter auf dem Laufenden. Unsere Kamerateams sind für Sie unterwegs und wir werden weiter natürlich auch spannende Gäste hier an Bord haben. Und außerdem lohnt sich auch ein Klick hin zu unseren Online-Kollegen, die Sie ständig mit aktuellen Texten und Informationen und natürlich auch Bildern versorgen werden. Oder Sie schalten das Radio ein, denn das Team des Evangelischen Kirchenfunks ist natürlich auch dafür Sie parat bei den Privatsendern in Niedersachsen, Hitradio Antenne oder FFN. Dort werden Sie im laufenden Programm weiter natürlich informiert. Und wenn Sie darüber hinaus noch Fragen und Anregungen oder auch Meinungen zur Synode, zur Wahl oder auch zu unserem aktuellen Wahlstudio haben, dann schicken Sie doch einfach eine E-Mail, die wird eingeblendet oder diskutieren Sie mit uns auf Facebook. Empfehlen Sie uns dort fröhlich weiter. Soweit diese Ausgabe von Synode 2010. Es geht selbstverständlich weiter und ich freue mich auf Sie. Bis dahin.